dann meinen, jetzt muss ich jemanden hier, sag ich, auf die Bühne holen. Man kommt als Fremder und geht als Freund. Da gibt es für mich gar keine Fragen mehr. Da sind so viele tolle Menschen oder so, die mir auch mal geradeaus, so wie der Michael immer so, komm mal her, mein Junge, du hast zwar eine große Fresse, aber ich kann dir noch mal zeigen, wie das richtig geht. Nehme ich dankend an, aber jetzt mit ihm auf die Bühne holen, das ist der Rolf Schönberger. Also dem Mann gebührt ein Riesenapplaus. Nee, das ist Wahnsinn. Das ist mein Doktor des Vertrauens. Das ist der Mann, der Hotel Schönberger hat in Niederwenningen, ist das richtig? In Heiligenhaus. Und die Gäste dort, ihr könnt euch das nicht vorstellen, bin zum Essen gewesen. Und ich hatte mit dem Rolf gesprochen gehabt. Rolf sagt, du redest nicht viel. Dann ist er hingegangen zu seinen Gästen. Ich saß beim Essen, komm mal mit. Da bin ich da an dem Tag mit dem Essen, da habe ich umsonst geredet, hat auch was Gutes für sich. Nee, aber mit 890 Euro bin ich da rausgegangen an dem Tag. Und das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles, Leute. Der hat was mitgebracht, sage ich dir. Kann man jetzt mal. Ich gebe ihm mal das Mikrofon. Das ist der Rolf. Ein toller Mensch. Danke, dass ich so Leute an meiner Seite habe. Dankeschön. Ja, hallo zusammen erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe den Frank hat mich am Montagmorgen angerufen und hat mir gesagt, wir müssen mal helfen. Daraufhin habe ich die ganze Woche telefoniert, habe meine Freunde, Gäste und Unternehmer aus unserem Ort alle kontaktiert. Und Frank, ich darf dir gleich einen Briefumschlag übergeben. Und wir sind auf 4.500 Euro gekommen. Wow. Wow. Ich kann euch. Ihr müsst jetzt nicht meinen oder was weiß ich, dass ich jetzt Rock'n'Roll tanzen gehe. Aber ich mache jetzt mal Werbung in einer Sache, sage ich dir. Das ist so geil. Das ist so geil. Also man kann sich das ja nicht erträumen. Ich war die ganzen paar Tage, war ich hier ziemlich nah dran. Ich sage auch mal einen Dank hier an Feldi von RTL, dann auch an Sat.1, die da sind. Der WDR hat einen schönen Bericht gemacht. Und auch an die Presse, die, sage ich, die wirklich mit System vorgegangen sind, die den Jungen, sage ich, denen nicht das Gefühl geben, dass er jetzt gerade auf dem letzten Weg ist. Nein, die feiern. Wir sind heute alle zusammengekommen. Wir feiern das Leben für den Junge. Weil geht mal, sage ich, ein bisschen in euch und denkt dran, ich bin selber Papa, bin Opa, vielleicht viele von euch auch. Weißt du, wenn Kinder gehen, ist das immer grausam. Und es wird ja immer gesagt, ist empathielos oder sowas. Aber ich habe auch gesagt, den Film, den wir uns alle jetzt hier anziehen, alle, die wir hier sind, jeder Einzelne, der heute hier hingekommen ist oder die zu Hause am Bildschirm sitzen, den gebührt mein Dank. Weil ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Deswegen sage ich Dankeschön. Ihr könnt natürlich hier was reinwerfen, wer essen möchte, Getränke. Da drüben, sage ich dir, wenn man hier durchgeht, kommt man auf den nächsten Parkplatz, hat man eine Kulinarik. Meile. Ich musste, sage ich, einen Deal eingehen, halt mit der Stadt auch, wegen Getränke etc. und Musik. Ihr wisst, sonst bin ich halt ein bisschen so, ich habe schon eine kleine Bühne noch hingestellt, weil ich wollte dann eigentlich vom Truck machen. Ihr wisst ja, so viele kommen gar nicht. Wow, Wahnsinn, ich bin gerade platt. Deswegen, wenn ihr essen und trinken wollt, hier vorne könnt ihr ein bisschen was haben, wenn einer ziemlichen Durst hat. Wir haben da alles. Essen, trinken haben wir da ein bisschen da, so Muffins für die Kinder, Wasser für die Kinder. Holt euch das ab, das ist kostenlos. Ne? Und wenn ihr Lust habt, Ballons haben wir hier vorne, die wollen wir nachher alle steigen lassen. Holt euch einen Ballon, schreibt da den Namen rauf, Gruß für Jerome. Dann lassen wir gleich alle zusammen die Ballons fliegen. Das ist eine tolle Sache, auch für den Kleinen, wenn er gleich kommt. Fahrt mit ihm, geht mit ihm normal um. Und ich würde sagen, es ist ein toller Tag, den wir hier haben. Quatscht mir ein bisschen miteinander. Es gibt genug soziale Projekte. Und Leute, ist eine tolle Nummer hier gerade. Oh ja. Respekt, Taika, der Marco. Das heißt, die Kiddies dürfen auch mal eine Runde mit dem Trike fahren. Die da Bock drauf haben, finde ich eine ganz geile Aktion. Hier links, hinter Schwungi sein Auto, haben wir einen 5 Meter langen Papierbanner aufgelegt auf der Straße. Da würden wir uns wünschen, wenn jeder mal mit dem Edding da dran geht und dem Jungen mal einen kleinen Wunsch da lässt, den kann die Familie nachher mitnehmen und dann immer an diesen Tag zurückdenken. Dankeschön. So, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Fühlt euch erstmal wie gedrückt. Ich kann nicht alle drücken oder sowas. Jetzt mache ich nochmal noch Werbung, weil der Alte muss auch was verdienen. Ich bin schon raus, ich bin noch immer in den Charts drin. Wer da Bock drauf hat, wer mich kennt. Da vorne gibt es Tässchen, sage ich, und dann können wir noch die CD, die neuen Album erwerben. So, das ist am Rande, ich muss auch was verdienen. Dankeschön. Liebes und weiter im Takt, Junge. Schönen Tag. Danke, dass ihr alle gekommen seid.